Paladin habe ich schon gekämpft, habe ich extrem lange gebraucht, bis ihn zu töten, aber er hat so wenig Leben Schaden gehaut, dass er mich eigentlich nicht ankriegt. Und er war ungefähr in meinem gleichen Level. Gegen den Hexe habe ich verloren dreimal, das habt ihr gesehen, vorigen Bart. Der war aber auch schwer oder sehr schwer. Gegen den Schütze habe ich verloren, weil er immer hinten dran und mich gestunt hat. Gegen einen anderen Baba habe ich auch noch nicht gekämpft. Gegen den Beshi habe ich jetzt auch nicht 1v1 gekämpft. Der hat einen ganz roten, so einen Casino-Anzug. Der hat auch einen Teil vom Casino-Anzug. So, was ist los? Wo ist jetzt die... Wo ist denn jetzt dieser Kostümball? Oh mein Gott, da hinten ist ein Iggy! Spaten hat Wackelarsch. Ein fettes Fail. Alle gehen off. Lasst mal süß Info machen. Klappe, hier auch. Na, die sind gar nicht, werden gar nicht angezeigt, diese Flappe. Das sind wahrscheinlich andere Flappe. Der Fallen, die ist schon wieder gestorben, oder was? Was machst du? Muki hat eine Auszeichnung erhalten, Casanova. Ah, wegen dem Küssen. Ich glaube, das ist der Küss-Ding. Ja, wo ist das? Irgendwo ist hier Total Table Casanova. Dann verteile ich doch auch mal ein paar. Das sind die Küchen. Da. Dann kann ich nämlich auch Casanova. Spielen, auch wenn ich nicht auf die Dings schaue, Achievements. Also ich, mein Ziel ist es nicht alle zusammen, da müsste ich irgendwie 100 Premium Items weg da mit den Waffen kaufen. Ne, kein Bock. Man, wieso? Küssen muss man noch. Küsse ich einfach alle Frauen. So, du da. Oh, ein ganz kleiner. Bei denen weiß ich gar nicht, ob sie weiblich sind oder nicht. Ach, zwei. Ich finde die jetzt also nichts Schönes. Diese komischen Teile. Sehen aus wie Timo aus. Lol. Aber in grässlich. Hallo? Aha, kein Ton. Ja, Sandbox gibt es leider auch genüge. Ja, irgendwann habe ich's. Es sind leider sehr wenig Frauen unterwegs.
Nur die mal ein paar Mal mehr küssen. So, komm, ich brauche ein paar Achievements. Ah, fick. Kannst du mal aufhören, bitte, mit dem Schwert? So. Okay, ich hatte einen Mann. Ist mir egal. Man sich nicht auswählen lässt. Und jetzt? Ja. Laufen wir mal mit. Hey, das habe ich jetzt wieder schwer. Und dieses Autoschwert rausnehmen. Sicher irgendwie laufen. Ich weiß nicht, welche Taste es ist. Ah, hier kann man alles aus alle Namen schauen. Das ist automatisch laufen, sehr praktisch. Spielanleitung. Das ist Rasten, automatisches Rasten. Ah, Z. Also kann ich mit Z mitlaufen. Was machen wir jetzt mit dem? Ist das jetzt das Event oder was? Schönes Event. Und es schreibt auch niemand mehr. Also Event können sie gut machen, die NGT Studio Game Master und Moderatoren und alles mögliche. Oje, oje. Ich bin schneller. Was, die haben Glühbirne? Ah nein, das ist so Kopf vom Skelettzeugs. Die. Und der leuchtet. Was? Hab keinen Bock mehr. Jetzt habe ich schon wieder meine Waffen dran. Aber was bringt das jetzt? Der ist von Suizis, also muss ich dem folgen oder was? Requisiat in pace as thrown in your blood. Cheese und 13 Delegon, Pepper, Beatburner, Axetter, Krieger war jetzt wieder hier. Aquias, Infernos, Sir Robin, Salida, Oim, Lucio, Warwolf, Kopf, dann Gangster-Style. Und Dark Bedrum. Und die Heidi ist auch hier. Heidi, Heidi. Pepper. Collaboy. Daniel Schütze haben wir schon mal gehabt. Chico, der Chico, Chico. Der Joche mit dem Chico, Chico. Chicas, las Chicas. Micho. Javelin. Der heißt einfach Wolfspeer. Auf Englisch. Kleiner Mond, Lelola, Lelopa. Lein, Nibelungen. Die Tami Shadow Arrow Darth Enery Alak Dratzlul Kammer Lolek Benny Bear, der Benny Bear ist auch hier. Der Blue Nurse. Okay. Lek Diablito Micho O Aqua Boyo O Zyta Don Fitchurble. Also, ja, das Event ist einfach herumstehen, herumtanzen, herumlaufen, chatten, okay. Dann gehe ich wieder. Hier ist eine Geisterschlange, ja. Komisches Reittier, ah, das ist der Wolf, also der die Hyäne. Mal schauen.
Nein, ich will es nicht weglegen. Hyäne, da. Das ist wahrscheinlich Ignis Hyäne. Wo ist sie jetzt? Hm. War wahrscheinlich die Ignis Hyäne. Ja, kann nur sein. Okay. Kann es eigentlich nur sein. Was haben wir sonst noch? Kriegsflagge, Duellflagge. Aber das ist schon happy. 1900 für eine Stunde. Ob sich das lohnt später, wenn man unbedingt Level 60er, gute Level 60er Items braucht. Na, dann sollten wir nicht Bosse kloppen, oder? Oder geben die Bosse dann einfach 100%ig an Legie oder so? Wahrscheinlich nicht. Das ist eher kleinere Gegner, normale Gegner in Massen. Das kaufe ich mir dann mal noch. 8000 kostet, das ist happig. Hier, ich weiß nicht, was für ein Kostüm ich nehmen soll sonst. Ich glaube, ich kaufe mir kein Kostüm. Also ein Ninja-Krieger. Ninja-Meisteranzug. Ein Ninja-Meisteranzug könnte ich nehmen. Und dann eher für den Schützen. Ist jetzt das Zaki-Kostüm. Da. Aha, man kann dann alles sichtbar machen, was man will, okay. Kann auch von Utgas benutzt werden. Irdische Hut. Wie viel kostet das Säge-Kostüm? Soll ich das gleiche kaufen? Ich weiß nicht, ich habe genau richtig die Ding. Ich glaube, ich kauf's mir. Also ich werde nur die Flügel tragen. Was könnte ich sonst gebrauchen? Ich muss dann noch ein bisschen warten, bis ich wieder Geld auf der Kreditkarte habe. Aber sonst will ich jetzt eigentlich nichts kaufen. Ich glaube, ich kauf's mir. Ich weiß nicht, ob es Verschwendung ist oder nicht. Wo ist der Spaß? In deiner Hose wahrscheinlich. Ja, ich kauf's mir. Nein, ich kauf's mir nicht. Doch, ich kauf's mir. Dann hab's. Und jetzt habe ich das im Inventar. Jetzt habe ich die Flügel an. Nice, sieht cool aus. Ja, was ist das jetzt? Wir tanzen. Okay, dann tanzen wir. Gehe ich hier hin. Und tanzen. Also ich verstehe das Event nicht. Für was ist das zum uns zu treffen, oder was? Ich habe keinerlei Ahnung, wieso man hier sollte sein und